Wir werden jetzt zusammen ein knackiges Popo-Workout machen und zwar mit Miniband. Die Minibänder gibt es in verschiedenen Materialien. Ich habe hier jetzt die Gummi-Minibänder. Die gibt es natürlich auch in Stoff. Beim Stoff ist es so, das rutscht immer sehr, sehr leicht, auch auf Stoff oder auf den Leggings. Deswegen sind die Gummibänder da ein bisschen besser geeignet, wobei natürlich die Stoffbänder ein bisschen angenehmer auf der Haut sind. So gibt es eben Vor- und Nachteile. Ich werde jetzt hier ein stärkeres Miniband benutzen und nicht mein leichtes gelbes. Du darfst natürlich wählen, welches du gerne nutzen möchtest, welches du auch daheim hast. Und dann werden wir Übungen machen und zwar auf Wiederholungen. Ich werde 10 Wiederholungen pro Übung machen. Das heißt, wir werden rechts und links immer gleich viele Wiederholungen miteinander trainieren. Falls du ein bisschen schneller bist wie ich, dann darfst du natürlich immer erst wechseln, wenn ich die Übung wechsle, sodass wir einfach sicher gehen, dass du gleich viele Wiederholungen rechts und links machst. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Popo-Workout und lass den Popo burnen. Zu jedem guten Workout gehört natürlich auch eine kurze Erwärmung, deswegen streck dich mal erstmal richtig schön zur Decke, mach dich mal ganz, ganz lang und dann komm mal nach unten mit den Händen tief und feder mal ganz, ganz leicht nach unten. Das wird jetzt nicht lange gehen, aber natürlich belasten wir trotzdem unsere Gelenke, vor allem haben wir ja auch das Miniband als Widerstand und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir die Gelenke ganz kurz aktivieren bzw. mobilisieren, mal die Knie beugen und strecken mal auf und ab. Also wird nicht, wie gesagt, lange gehen, aber einfach mal nur so, dass man die Gelenkschmiere mal ein bisschen hier reinbringt in die Gelenke und dass wir vielleicht sogar ein bisschen unseren Bewegungsraum, unsere Bewegungsamplitude ein bisschen erweitern. So, dann versuchen wir unten zu bleiben, so tief wie es geht, mit dem Oberkörper so groß wie es geht, so aufrecht wie es geht, die Brust draußen. Und dann beweg einfach mal deinen Oberkörper so leicht rechts und links. Wenn du jetzt nicht so tief kommst wie ich und du bist hier, dann machst du das Ganze einfach hier an der Stelle. Natürlich wäre es schön, wenn du mit der Zeit immer tiefer und tiefer kommen könntest. Das wäre natürlich super. Denn da wollen wir auch unsere Gelenke, unsere Knie mal wieder dran gewöhnen. Von diesen vielen Sitzen sind sie es nämlich gar nicht gewohnt, so angewinkelt zu sein. Gut, ich komme mal zu dir. Und zwar darfst du jetzt mal so ein bisschen mit dem Knie spielen, innen und außen. Und natürlich sollte das nicht unangenehm sein. Gerade wenn du jetzt merkst, du hast Probleme an den Knien oder so, dann musst du da wirklich ganz vorsichtig sein und auch mit dem Miniband nachher versuch erstmal mit einem leichten Miniband zu starten und dann das Ganze zu verbessern bzw. zu steigern. Natürlich kannst du das Ganze auch ohne Miniband machen, das ganze Workout, denn es ist trotzdem auch anspruchsvoll für den Popo und auch ein bisschen für die Körpermitte, für die Aktivierung. Komm nochmal rechts und links. Dann setz dich mal auf den Boden ab und dann geh mal mit den Knien rechts und links wie ein Scheibenwischer. Wir wollen die Hüfte ein bisschen vorbereiten und wie gesagt natürlich die Knie und auch noch ein bisschen den Oberkörper durchbewegen. Das ist nie falsch. Und vor allem haben wir auch gleich nachher noch ein bisschen Belastung auf den Schultern. Und deswegen gehen wir nochmal zurück in die tiefe Kniebeuge und dann versuch mal die Schultern richtig schön nach hinten. Jetzt nehmen wir immer mal rechts und links einen Arm nach hinten, kreis ihn nach hinten. Du merkst schon, wenn du jetzt Anfänger bist, ist es schon sehr, sehr anspruchsvoll. Also schon das Warm-up. Deswegen mach da auf jeden Fall langsam. Vor allem, wenn du jetzt erst anfängst mit Training. Und wenn du jetzt schon fortgeschritten bist, dann ist es genau das Richtige. Einer noch. Und gut, die Hände nochmal tief, Popo nach oben, hier nochmal nach unten leicht reinfedern. Dann die Knie nochmal anwinkeln und mal langsam Stück für Stück nach oben kommen, Wirbel für Wirbel. Und mal hier die Schulter nochmal nach hinten kreisen, kurz mal rechts und links kreisen. Wie du siehst, bin ich auch wieder barfuß, also zu Hause, wenn man zu Hause trainiert, muss man keine Schuhe anziehen. Außer es gibt vielleicht Kursformate, wie bei mir beim Step, wo ich immer Schuhe anhabe, weil es einfach angenehmer ist. Aber jetzt gerade zu Workouts ist es immer sehr, sehr gut, wenn du einfach barfuß trainierst. Mal die Handgelenke ein bisschen durchbewegen und vor allem den Ellenbogen. Denn auf dem Ellenbogen werden wir jetzt nachher auch gleich stützen. Und auch wenn du gerade mit dem Nacken sehr starke Probleme hast, dann musst du gerade im Seitstütz aufpassen, dass du da nicht mit den Schultern Richtung Ohren gehst. Gut, wir starten und zwar darfst du das Miniband mal oberhalb von den Knien fixieren. Und zwar nicht am Gelenk, also nicht an den
Knien direkt auf den Knien, sondern oberhalb. Und dann darfst du hier mal dich in die Seite legen. Und zwar komplett in Seitlage. Deine Knie sind jetzt circa 45 Grad angewinkelt, sowohl in der Hüfte als auch in dem Knie. Und dann nimmst du die Füße mal aufeinander. Wir legen los mit unserer ersten Übung, die Muschel heißt. Hier mal auf und ab bewegen. 1, 2, 3. Ich zähle jetzt immer schön mit. 4. Wir machen, wie gesagt, 10 Wiederholungen. Und ich hoffe, während ich schwätze, kann ich auch noch weiterhin zählen. 7, 8. Versuch die Hüfte stabil zu haben. 9 und 10. Dann kommst du in den Seitstütz. Der Ellenbogen kommt unter die Schulter. Die Knie kommen nach hinten, sodass deine Hüfte gestreckt ist. Du kommst nach oben mit der Hüfte, wie gesagt, richtig gestreckt, Schulter rausgedrückt. Und hier auch 10 Wiederholungen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 und 10. Und dann darfst du dich gleich in Rückenlage ablegen. Die Füße auf dem Boden, so nah wie es geht, Richtung Popo. Dein rechtes Knie kommt mal ran, sodass du jetzt richtig Spannung auf dem Terraband bzw. auf dem Miniband hast. Und jetzt komm mal hoch und tief. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und wir machen gleich die andere Seite. 10. Aufstellen. Knie ran und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich muss immer gucken, dass ich nicht so schnell bin. 8, 9 und 10. Gut. Dann kommst du nach oben und zwar in den Vierfüßlerstand. Du nimmst deine Knie weg vom Boden, deine Hände unter die Schulter, drückst dich vom Boden weg. Deine Knie sind leicht weg vom Boden, wie gesagt. Und dann, Achtung, nicht zusammenfallen, sondern bring immer eine leichte Spannung aufs Miniband. So, von hier drehen wir uns jetzt auf die andere Seite. Pass auf, dass du nicht mit der Hüfte rechts und links kippst, sondern schön gerade bleibst. Halt die Spannung. Noch 3, 2, 1 und gut ablegen. Wir kommen auf die andere Seite. Erstmal in die Muschel. Kopf ablegen, Füße aufeinander und mal hier 10 Wiederholungen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Ellenbogen unter die Schulter, Hüfte strecken, Hüfte vor. 10 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und auch hier machen wir gleich wieder die Schulterbrücke. Beide Füße auf dem Boden. Und hier auch wieder ein Knie ran und hoch geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Versuch immer in der ganzen Amplitude zu arbeiten. Das heißt, der Popo tippt auf den Boden. Ich glaube 9 und 10. Gut. Andere Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und gut, du drehst dich wieder um. Und zwar in den Vierfüßlerstand. Du kommst wieder mit den Händen unter die Schulter, Knie hoch. Halt die Spannung mit dem Miniband. Drück dich weg vom Boden. Und du läufst einfach mal vor und zurück, ohne dass deine Hüfte kippt. Also wir haben jetzt hier nicht nur Popo, sondern auch ein bisschen Rumpf, den wir aktivieren. Und dann komm zur Mitte, dreh dich nach hinten, dreh dich über die Mitte, nochmal auf deine erste Seite. Leg dich aber erstmal in Bauchlage ab. Wir bauen noch eine Übung ein. Und zwar nimmst du die Stirn auf die Hände. Ich weiß, du siehst mich jetzt nicht mehr. Oberschenkel lösen. Und dann einfach mal nur rechts und links mal so ganz leicht nach oben pushen.
push mit den Füßen bzw. mit dem Oberschenkel weg vom Boden. Einmal rechts, einmal links. Einmal rechts, einmal links. Und da machen wir jetzt auch noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Gut. Du kommst nochmal in die Seitlage und zwar nochmal alles von vorne. Die Füße aufeinander, die Knie aufeinander und hier öffnen und schließen. 2, 3, 4, 5, 6. So richtig auseinander zu ziehen. 7, 8, 9 und 10. Und da kannst du auch den Fuß auf den anderen draufstellen, dann hast du ein bisschen mehr Widerstand. Ellenbogen unter die Schulter, Knie aufgestellt, Hüfte hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und in die Schulterbrücke. Rückenlage, ein Knie ran, 10 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und Seitenwechsel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und ab in den Vielfüßlerstand. Wir drehen uns gleich um, nicht mehr vor und zurück. Einfach mal umdrehen, die Knie weg vom Boden. Halt die Spannung, leg dich auf den Bauch ab. Arme lang, Oberschenkel lösen. Und jetzt mal gemeinsam mit Armen und Beinen hoch und tief. Noch ein bisschen was für den unteren Rücken, trotzdem auch Popo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und alles auf der anderen Seite. So, erst nur die Muschel, Füße aufeinander. Los geht's. 1, 2, 3, 4. Sieht mich ja fast aus. 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und nochmal Ellenbogen unter die Schulter, Hüfte hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und ab in die Schulterbrücke. Hier sogar schon Runde 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Ganz hoch die Hüfte. Versuch dich immer ganz zu strecken. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und ab in den Vierfüßlerstand. Dieses Mal aber, nimm nochmal die Hände unter die Schulter, die Knie aufgestellt, nochmal die Hüfte hoch. Halt hier erstmal kurz die Spannung. Und dann machen wir folgendes. Du gehst mit dem Ellenbogen auf den Boden, kommst in den Plank und dann mal beide Knie aufstellen. Halt mal hier die Spannung. Drück dich weg vom Boden. Pobacken sind fest. Achtung, dass der Popo nicht hier oben ist, auch nicht hier unten, sondern auf Schulterhöhe. Und dann schiebst du immer rechts und links ein Knie weg vom Boden und versuchst mal richtig schön das Knie durchzustrecken, ohne dass die Hüfte weggeht vom Boden. Und push hier hoch. Push hoch. Push hoch. Und wenn du jetzt natürlich es noch nicht brennen spürst im Popo, kannst du natürlich noch eine dritte Runde machen. Ich habe aber auch noch ein Finale vorbereitet, wo wir einfach noch das Mini-Band ein bisschen tiefer nehmen und im Stehen noch eine letzte Übung machen. Einer noch rechts, einer noch links und gut. Nimm dann, wenn du jetzt noch mehr möchtest, mal das Sprunggelenk, das Mini-Band ums Sprunggelenk so rum. Das Sprunggelenk um Mini-Band wird schwierig. Komm hier mal mit dem Popo tief. Dein Mini-Band ist leicht auf Spannung und jetzt pushst du immer rechts und links nach hinten. Immer richtig schön mit der Ferse zurück. Und da machen wir jetzt ein paar mehr Wiederholungen.
Du kannst gerne die Arme mitnehmen oder einfach nur hier vorne lassen und versuch hinten dein Knie richtig durchzustrecken und die Ferse zurückzuschieben. Mit dem Bodenteil sind wir durch. Einmal rechts, einmal links. Und dann machen wir jetzt sogar noch 10 rechts, 10 links und dann hast du es geschafft. So, bleib mal vorne. 10 nur rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Andere Seite. Meistens tut immer das Standbein weh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und du hast es geschafft. Mini-Band mal zur Seite. Kurz die Beine auslockern. Mal kurz die Knie hoch und tief schieben. Wir gehen noch mal ganz kurz auf den Rücken, wenn du möchtest. Machst du noch ein kurzes Cool-Down. Wir stretchen auch noch ein bisschen in die Beine rein. Und zwar bleib erstmal sitzen. Nimm deinen rechten Fuß mal über den linken. Zieh erstmal den Fuß richtig ran, Brust raus. So ein bisschen eine Spannung spürst im Gesäß. Und atmen. Bin jetzt doch ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Ich dachte nicht, weil es nicht ganz so herzkreislauflastig ist. Mal andere Seite. Einfach nur überschlagen. Brust rausschieben, Knie ganz ranziehen. Po-Spannung spüren. Und da machen wir gleich einen schönen Übergang. Und zwar, dass du da das Sprunggelenk mal auf dem Oberschenkel ablegen und mal das Knie ranziehen, Brust raus. Machen wir gleich auf der anderen Seite noch. Schau, dass du nicht rund bist, sondern schieb deine Brust raus. Oberkörper schön aufrecht und die Spannung im Bobbes spüren. Dann auch da nochmal Bein lang machen, Fußwechsel. Muss ich Fuß sauber machen, Sprunggelenk auf dem Oberschenkel, Po raus. Brust raus, beziehungsweise Po raus ist schwierig. Oh Mann, es gibt so Tage, da ist bei mir immer der Ellenbogen, die Schulter und die Schulter der Ellenbogen. Ich glaube, heute ist so ein Tag. Schieb deine Brust richtig schön raus, Oberkörper aufrecht. Spannung ins Gesäß bringen. Und dann langsam lösen. Nochmal kurz nach oben kommen, ausschütteln. Du hast es geschafft fürs Popo Burn Workout. Ich weiß noch nicht, wie ich es nennen soll. Deswegen mal schauen. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Mitmachen. Falls dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen hoch. Ich würde mich super, super freuen. Und natürlich in die Kommentare schreiben, ob dir das geholfen hat, vielleicht mal so ein bisschen was anderes mit dem Miniband vielleicht auszumachen. Ansonsten freue ich mich natürlich immer über ein kostenloses Abo und natürlich die Weiterempfehlung an Freunde und so weiter und so fort. Ich wünsche dir einen super schönen Tag und bis zum nächsten Workout.